Soll ich alle hunderte Spiele aufzählen, die ich abgebrochen habe? Eigentlich so Pi mal Daumen alles, was jetzt nicht unbedingt Sims ist, Farmspiel, RPG. Also ich könnte da wirklich richtig viele aufzählen. Aber meine jüngste Erinnerung ist auf jeden Fall, dass ich als Kind Sphinx and the Cursed Mummy aufgehört habe zu spielen, weil mir die Rätsel dann irgendwie zu schwer waren. Und dann hat mein Papa das aber für mich beendet. Und dann habe ich so quasi von dem so ein Let's Play gesehen, weil ich dann halt dem zugeguckt habe, wie er die Rätsel löst. Ja, das war wirklich so das erste Mal, wo ich gesagt habe, nö, spiele ich nicht weiter. Nein, niemals. Ich ziehe immer, also in der Regel ziehe ich immer durch, auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt gewisse Spiele, Souls-like, die sind einfach teilweise Pain in the Ass. Also, Elden Ring hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin auch immer noch dran. Aber finde es zum Beispiel super, super schwierig, das im Rahmen eines Streams zum Beispiel durchzuspielen, weil ich verliere die Konzentration da an der Stelle. Und wenn ich etwas spiele, dann will ich meistens durchziehen. Und Elden Ring ist so groß und so herausfordernd zum Beispiel, dass ich da immer wieder pausiere. Nicht abgebrochen, aber pausieren. Ich habe sonst tatsächlich Dark Souls 1 abgebrochen. Tatsächlich. Weil ich glaube, der hieß Nito oder Nito, glaube ich. Nito war der Boss. Also an dem bin ich einfach verzweifelt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe einfach extrem, extrem blöd mein Charakter gebaut, geskillt, wie auch immer. Der ist einfach viel zu schwach. Mein Gameplay auch war mein allererstes Dark Souls überhaupt. Das habe ich abgebrochen. Ansonsten hatte ich noch irgendwie zwei, drei andere Spiele. Ich glaube Oxenfree oder so hatte ich mal im Stream. Und noch irgend so ein kleines Jump'n'Run. Da fand ich dann einfach irgendwann langweilig oder zu kompliziert, zu verwirrend. Und habe dann da die, wenn ich der Story nicht mehr folgen kann, dann habe ich meistens keine Lust mehr drauf. Ja, aber ansonsten ziehe ich brav durch. Ich habe eigentlich eine ziemlich hohe Frustrationstoleranz und ich spiele auch jede Menge echt knackige Spiele. Zu meinen Lieblingsspielen gehören Hotline Miami und Celeste, die ja beide nicht ohne sind, für alle, die es schon mal gespielt haben. Trotzdem gibt es so Sachen, die auch mir auf die Nerven gehen. Meistens sind es dann Sachen mit, keine Ahnung, die sich unfair anfühlen, die sich anfühlen wie eine Bestrafung. Und vor allem, wenn dann Spiele noch eine lange Ladezeit haben, dann kann es eben auch sein, dass mir das Ganze zu blöd wird und ich die Konsole wieder ausmache. Das war bisher tatsächlich meine erste Begegnung mit dem Souls-Genre, nämlich Bloodborne. Da habe ich irgendwie überhaupt nicht gerafft, wie ich da irgendwas machen soll. Hab natürlich von diesem ersten Gegner in dem ersten Raum direkt tierisch auf den Sack bekommen. Und habe mir dann gedacht, dafür habe ich jetzt gerade nicht das Nervenkostüm. Das spielen wir irgendwann anders mal. Und vielleicht klappt es dann ja besser. Es steht im Regal. Diese Frage fällt mir nicht leicht zu beantworten, denn an sich würde ich sogar sagen, dass ich ein ziemlich ehrgeiziger Spieler bin. Ich habe mich durch viele schwere Spiele schon bereits durchgeschlagen. Dark Souls zum Beispiel. Ich meine, viele würden sagen, es ist ein schweres Spiel. Das habe ich durchgezogen. Oder auch so Demon's Souls, allgemein Souls-Spiele. Aber tatsächlich gibt es ein Spiel, wo ich aufgehört habe deswegen, und zwar es ist Cuphead. Und das Ärgerliche da ist, dass ich eigentlich beim Final Boss war, mehr oder weniger. Ich war beim King Dice, okay? Das Problem an ihm war halt, dass ich irgendwie diesen Angriff nie hingekriegt habe, wo er, wisst ihr, diese Karten so macht, ne? Das habe ich irgendwie nie hingekriegt. Ich war einfach zu blöd dafür und ich wollte auch nicht auf zum Beispiel den eher leichteren Charakter zurückgreifen oder den leichteren Schwierigkeitsgrad nehmen. Ich wollte wirklich das Spiel so spielen, wie es gedacht war, sozusagen. Ist komisch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber bisher ist Cuphead ein Spiel, wo ich aufgehört habe, deswegen, ja. Oh mein Gott, ja. Elden Ring. Was für ein absoluter... Ich habe da auch schon mal eine Story drüber gemacht, als es passiert ist. Es ist mir peinlich, aber nicht peinlich genug, um es nicht nochmal zu erzählen. Elden Ring ist so ein Game, was mich wirklich in einen aggressiven Schub reingebracht hat. Und ich habe eventuell meinen Controller vor lauter Frust so von mir weggeworfen. Und ich dachte eigentlich, alles ist gut, ich habe nichts getroffen, okay, ich höre jetzt auf, das Spiel zu spielen. In Ordnung, komme am nächsten Tag an meinen Rechner, an mein Setup und will halt beide Monitore anmachen, weil ich halt streamen wollte und sehe halt, holy shit, ich habe mit meinem Controller halt meinen zweiten Monitor getroffen und habe den so übel gedamaged.
Also ich habe tatsächlich noch einmal damit gestreamt, konnte halt den Chat nicht lesen, ich konnte nichts mehr neu einstellen, keine Übergänge ging, ich konnte nichts mehr drücken, weil ich nichts erkennen konnte. Ich habe also mit meinem Controller in einem schlimmen Anfall von aggressivem Frust den Monitor zerstört und habe dann relativ bald danach entschieden, ich sollte dieses Spiel nicht mehr spielen. Also ich bin noch bis in diese Eiswelt hineingekommen und dann war da dieser riesige Drache, der mich sofort umgebracht hat und ich war so, okay, ganz ehrlich, that's it, I quit this game. Ich lade immer noch ab und an irgendwelche Updates runter, vielleicht traue ich mich nochmal ran, aber in general Elden Ring, da bin ich raus. Ich bin raus. Ich habe schon mal ein Spiel abgebrochen. Ich habe vor allem sehr viele Demos abgebrochen. Lies of P zum Beispiel, Cult of the Lamb zum Beispiel. Aber komplett als Spiel zwei Stück. Wobei, nee, das war auch eine Demo. Jump the Gun hatte ich auch mal angezockt, so ein kleines Indie-Game von einem einzelnen Developer. Aber als Spielspiel kommt mir nur im Sinn, als ich ein Kind war, habe ich Fluch der Karibik gespielt und es war nicht Barbossa, es war irgend so ein anderer Charakter, den man fighten musste mit, was ist der William? Der Dude, mit dem man rumrennt? Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Auf jeden Fall, ich konnte ihn irgendwie nie besiegen. Ich konnte ihn einfach nicht besiegen, egal wen ich auch so von Freunden dazu geholt habe, es hat einfach nicht funktioniert. Das fand ich sehr traurig, weil ich das Spiel sehr gefeiert habe, sehr genossen habe und sehr lange gespielt habe auch. Aber ja, da war es einfach vorbei. Jein, also nur weil das Spiel zu schwer ist und mich zu arg fordert, breche ich das nicht per se ab. Also ein Souls-Spiel zum Beispiel, das spielt man ja gerade, weil es halt eben schwer ist. Aber es gibt tatsächlich Spiele, die ich abgebrochen habe, weil ich halt nicht weiterkam, aber bei denen es mir auch dann nicht wichtig war, da weiterzukommen. Zum Beispiel irgendwelche Shoot'em-ups oder irgendwelche Beat'em-ups, ne? Wenn man sich ganz klassisch ein Turtles-Game zum Beispiel, oder was gab es denn da vor kurzem noch, Streets of Rage, oder wie heißt das noch? Ne? Auf jeden Fall diese alten Brawler, wo man mehr oder weniger von links nach rechts läuft und sich durch die Weltgeschichte prügelt. Und die sind auch immer ultra schwer ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und da muss ich dann irgendwann sagen, ey, so fesseln tun die mich jetzt auch nicht, dass ich mich dann da durchquälen müsste. Bei einem Souls-Spiel ist es was anderes. Da macht es auch einfach Spaß, immer wieder zu probieren und dann irgendwann den Boss zu schaffen und dieses Glücksgefühl zu bekommen. Aber bei diesen Brawlern oder auch bei Shoot'em-ups, da spiele ich eine ganze Weile, habe dann eine halbe Stunde, Stunde Spaß mit diesem Spiel, und wenn es mich dann nervt, weil ich einfach nicht weiterkomme, dann schmeiße ich es eben wieder raus. Das ist schon öfters vorgekommen, ja. Ja, habe ich. Und zwar war das, oh Gott, welches Spiel war das? Welches Spiel hast du schon mal aufgrund des zu hohen Schwierigkeitsgrads abgebrochen? Doom Eternal habe ich abgebrochen, weil ich einfach nicht vorwärts gekommen bin. Ich meine, man kann dann auch natürlich den Schwierigkeitsgrad runterdrehen, aber ich wollte zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad eigentlich weiterkommen, wo ich gestartet habe, und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich bin an eine Stelle gekommen, wo ich einfach nichts mehr hinbekommen habe und habe gemerkt, okay, das bringt nichts. Wollte dann irgendwann zwar nochmal rangehen, habe es aber seitdem einfach nie gemacht. Insofern Doom Eternal. Wenn mir ein Spiel zu schwer ist, stelle ich den Schwierigkeitsgrad meistens einfach runter und dann spiele ich weiter. Ein Spiel abgebrochen, weil es zu schwer ist, habe ich so in der Art noch nicht. Ich breche generell keine Spiele ab, dass ich sage, nee, bis hier noch nicht weiter, das gibt's bei mir nicht. Ich habe Hotline Miami bis heute nicht weitergespielt, weil ich an einer Ecke hänge. Super Meat Boy, da fehlen mir noch so die letzten paar Level. Aber das liegt nicht daran, dass die Spiele zu schwer sind, dass ich denke, Alter, ich scheitere hier dran, ich schaff's einfach nicht, sondern dass ich denke, Alter, ich hänge jetzt schon so lange, komm, ich schieb's mal beiseite und spiel's mal ein andermal weiter, und dann geraten die Spiele in Vergessenheit. Aber so abgebrochen im Sinne von, ich spiel's nie wieder, das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Vielleicht als Kind, aber nicht heutzutage.
Oh ja, absolut. Bevor ich mit Elden Ring warm geworden bin, habe ich bereits dutzende From-Software-Spiele wie Dark Souls 1, 3 und auch Bloodborne angefangen und ich glaube alle nur immer so bis zum ersten Boss gespielt und dann für jahrelang nicht mehr angefasst. Ich würde dazu gerne noch hinzufügen, dass ich zu den meisten Spielen, die ich mal probiert habe, nach gewisser Zeit doch wieder zurückkehre und dann eben den Bogen raus habe, auch wenn das Ganze natürlich Jahre auf sich warten lassen kann.